So, dann nochmal ein volles Guten Tag und Hallo. Ich begrüße euch alle herzlich hier wieder zur nächsten Folge von Mad Game Tycoon. Ich muss jetzt mal kurz nur wieder die Zeit für mich stellen, damit ich wieder weiß, wann wieder Sach, was hier ist, ne? Und wir haben theoretisch einen Publisher-Auftrag. Wir können die Dinger jetzt einfach auslaufen lassen. War natürlich nicht so viel Gewinn wie erhofft, aber es ist genug. Es ist auf jeden Fall genug. So. Schwarz-Weiß-Anleitung. Nehmen wir mal 34 Dollar, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und produzieren davon erstmal 250 vor. Und neue Features sind verfügbar. Und wir können hier andere Sachen produzieren. Ja, das hat sich eigentlich ganz gut verkauft. Könnten ja noch mal nicht von der Master Engine bitte, sondern von unserer entwickelten. Danke. Oder am entwickelnden, wie auch immer. Features haben wir alle. Themen. Ach komm, mach einfach irgendwas, damit ihr nicht so faul rumsteht. Auch wenn ich wahrscheinlich niemals das Thema Zeichnen nehmen werde. Den Chipsatz, ah, den können wir auf jeden Fall mal nehmen. Zombie-Tütü ist jetzt weg. Restbestände können wir verkaufen. Na, hier sind wir auf jeden Fall mehr als gut dabei für etwas, was wir schon sozusagen bekommen haben. So, was wir entwickelt haben, kriegen wir ja wieder Geld für. Von daher, juckt mich das relativ wenig. Komm, haut mal durch. Moment, dann können wir auch direkt eigentlich, auch wenn das eigentlich sinnlos ist hier, das Bundle und so, aber es geht jetzt eigentlich uns einzig und allein darum, Fans zu gewinnen, genau. Wir hypen die schön drauf vor. Oh, den Hype können wir eigentlich noch mehr steigern, ne? Dann macht mal bitte für Konsole, nicht Master Engine, Banter-System wiederholen mit lokalen Zeitschriften. Da können ja wohl ein, zwei rein, Leute, ein, zwei reingehen. Gleich. Ich wollte gerade jemand einfach reinsetzen. Hop, 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 hop. Fünf Sterne. Okay, automatisch festlegen. Spiele von Drittanbietern erlauben. Aktuelle Produktionskosten. Wow, was? Leck mich am Arsch. Ja, dann lassen wir die Produktionskosten so. Eigentlich das Development Kit können wir eigentlich relativ günstig lassen. Dafür wird es einfach nur beliebter. Ja, eigentlich ja. Genau. Und wir produzieren jetzt ein Nachfolgerspiel. Zombie-Tütü, Rollenspiel, Ego-Shooter, unsere Engine. Zombie trägt rosa. Rose, ne? Rosa. So. Okay. Plattform, das. Unser Panther-System. Theoretisch können wir auch hier das da noch mit reinnehmen, aber ich will eigentlich unsere Konsole weiterverkauft bekommen, also lassen wir das. Okay, Gameplay ist wichtiger. Story können wir jetzt einfach mal in. Oh, warte, Moment. Da können wir jetzt mal kurz reingucken. Verkauft sich hervorragend, super gemacht. Einige Fans haben sich höhere Spiellänge, genau. Meinen, dass es zu sehr casual ist. Also zu sehr casual. Zu sehr casual. Also. Das, okay. Atmosphäre können wir so lassen. Story. Was hatten die zur Story gesagt? Eine längere Spiellänge gewünscht. Okay. So, Konzepte. Nein, 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 nein.
Genau. Okay. Das können wir jetzt aber nochmal machen. Einstellungen kopieren. Da können wir jetzt mal so hingehen. Eine längere Spiellänge. Und zu sehr casual machen wir mal so. Genau. Da könnt ihr jetzt erstmal einfach alles durchhauen und starten. So. Das einmal machen. Das und das. 3 nach da hinten. Ein paar noch nach da. Kriege ich noch einen eingestellt? Ein Sechser? Oh, ein Sechser. Genau. Ich hoffe, der Marktanteil hält sich jetzt auch noch. Oder erhöht sich allgemein. Da kommen es eigentlich ganz gut weiter. Blong, blong, blong. Die bitte alle da reinwerfen. Söldnerleben ist jetzt durch. Moment, habe ich etwas. Oh, 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 oh. Bitte einmal durchproduzieren. Es tut mir leid. Schande über mein Haupt. Jetzt bin ich fast so weit wie mit meinem anderen System. Das ist schon mal sehr gut, dass ich jetzt damit weiterkomme. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, dass das jetzt wieder vom Markt genommen wurde, aber ne? Wir können jetzt mal was nachgucken. Dadurch, dass wir fast so viel gekauft haben, verkauft davon haben wie beim letzten Mal. Publisher, nein. Entwickler, Engine, nein. Plattform, nein. Eigene Konsole. Eigene Konsole. Gewinn. Damit haben wir auf jeden Fall massig Verlust gemacht. Da geht's so. Also da ist der Gewinn noch hier nicht so. Komponenten. Verfügbare Spiele. Oh, 12 Spiele wurden dafür produziert. Ja, es geht so. Oh, Moment. Was? Verfügbare Spiele? Ich wollte gerade sagen, ist noch gar keins da, ne? Wir sind gerade in der Entwicklung. Ja, okay, was produzieren können wir auch nicht. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal einfach warten. Wir könnten da aber noch zwei einsetzen. Einen noch. Einen. Jetzt geht er rein. So, danke. Wir müssen es weiter hypen, um den Verkauf zu steigern. Starte Kampagne. Nicht automatisch wiederholen, aber. Ey! Habe ich gesagt, dass du weggehen sollst? Schön da wieder reingehen, Fräulein. Das zu erforschen haben wir nicht. Also, jetzt haben wir ganz kurz ein bisschen was zum Chillen. Haben auf jeden Fall den Markt wesentlich erweitert für uns. Aber der Hype sinkt, das ist ein Problem. Okay, ich sehe gerade, wir müssen den Hype einfach durch diese Aktion hier steigern. So, weiter nochmal rein. Weil dann steigern wir auf jeden Fall unsere Verkaufszahlen. Okay. Nächstes Spiel ist fertig, nächstes Spiel kommt ins Angebot und ja. Ach, den Preis hätte ich senken können. Okay. Für unsere Konsole leider nicht. Machen wir direkt 500.000. Da sind wir auf jeden Fall eigentlich relativ gut mit dabei. Haben wir jetzt bei dem Spiel auch was gebraucht. Ah, ich will schön, dass wir das da weiter steigern. Langsam fängt es an zu bröckeln, das Interesse an unserer Konsole. Ich hoffe, dass sich jetzt auch noch gut hier genug Leute reinsetzen, die hier mitkaufen wollen. Ah, wir kriegen schon gut Geld dafür. Auch wenn uns das jetzt hier auch gut was kostet.
Könntest du bitte. Danke. Gucken wir jetzt mal rein. Nein, nicht schon wieder Plattform, sondern eigene Konsole. Gewinnen. Wir sind jetzt genauso teuer wie die. Also, es geht jetzt auf jeden Fall voran. Die Konsole sollte jetzt ein besserer Hit werden. Wir haben zwar noch nicht die 1%-Marke erreicht, aber das ist ja nicht schlimm. Ist ja absolut nicht schlimm, okay. Jetzt erstmal bitte einmal Bugs entfernen. Da können bitte ein paar Leute rein. Müssen nicht so viele sein, ne? 10 Mann reichen ja absolut. Bei dem einen. Da rein bitte. Danke. Ach komm, das schaffen wir auch. Also mittlerweile haben wir ja so eine große Fangemeinde. Das sollte in irgendeiner Form funktionieren. So. Neue Plattform verfügbar. Okay, jedes Mal, wenn eine neue Plattform rauskommt, wird unser Spiel, sagen wir es mal so, oder unsere Konsole uninteressanter. Das ist schon mal gut zu wissen, denn ich vermute stark, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo keine neuen Konsolen mehr rauskommen. Nochmal Marketing. Das werden wir nochmal weiter vorantreiben. Da einmal reinsetzen. Weil ich will auf jeden Fall unsere Konsole weiter etablieren. Komme, was wolle. Weil das Geld, was wir jetzt sozusagen fast da reingesteckt haben, sollten wir eigentlich so langsam wieder draußen haben, oder? Ja. Wie viel verkaufen wir die denn? Oh, die Produktionskosten sind gesunken. Ja, wir verkaufen die mit minimalem Gewinn. Drei Spiele wieder. Nice. Super, unser Engine wurde wieder aufgekauft. Ja, das läuft. Okay, Rex läuft nicht so wie gedacht. Dann werden wir den Preis mal ordentlich reduzieren. Und ich glaube, den Preis müssen wir auch ordentlich reduzieren. Dass ich noch 4 Dollar verdiene? Okay, das reicht. Ja, guckt. Das ist den auf jeden Fall wert zu bezahlen. Ich glaube, ich muss da schnell noch den jetzt nachproduzieren. Ach komm, das ist jetzt erstmal genug gehypt. Ja, da muss ich jetzt auf jeden Fall mal nachproduzieren. 100.000. Und das werde ich jetzt zu einem total billigen Preis raushauen, weil das sonst nicht mehr passt. 20 Dollar, ja. Bop, 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 bop. Keine Features. Ich muss dafür was erforschen, aber ich verstehe nicht, wie ich das erforschen soll. Interaktiven Film erforschen. Raumgröße ändern. Den brauche ich nicht. So, kann ich das hier? Nein. Kann ich das hier? Nein. Kann ich das hier? Nein. Verstehe ich nicht, ist egal. Noch nicht, machen wir gleich. Okay, kann man jetzt, kann man jetzt, kann man jetzt. Jawohl, selbst produzieren. Den Preis muss ich noch ein bisschen erhöhen. Erstmal farbige Anleitung, da es unser Spiel ist. Und ich würde sagen, ein Poster.
Poster, das klingt super. Und voller Preis. Moment, Rax, was brauchst du denn? Oh. Machen wir 250.000. Und dich machen wir jetzt erstmal 500.000. Und einmal Spielbericht erstellen. Und Engine updaten. Haben wir, glaube ich, nämlich eben nicht getan. Doch, haben wir. MMO, ja, wie gesagt, die MMO-Geschichte hatte ich schon mal gemacht. Ach komm, warum? Da kann man. Oh, ja, das macht keinen Sinn. Abbrechen. Ja, das ist gerade weggehauen. Oh. Rex. Das ist auf jeden Fall demnächst mal noch eine Idee wert, aber das machen wir jetzt erstmal hier mit Zombie trägt rosa. Hau ich jetzt einfach alles rein und verbessere es nochmal ordentlich. Ja, was machen wir beim nächsten Spiel, was wir publishen? Das werden wir dann auch damit verbessern. Ja. Dann einfach mal weitermachen, Leute. Einfach weitermachen, so. Grafik. Filmreife Zwischensequenzen. Sound verbessern. Also eigentlich haben wir das doch. Interaktiven Film erforschen. Konsolenentwicklung. Wir haben eigentlich alle Räume, bis auf jetzt hier sowas wie Aufenthaltsraum und Klo. Und Trainingsraum. Das brauchen wir nicht. Und den Serverraum. Und entwickelt. Kann man nichts mehr weiter. Ich glaube, das ist ein Bug. Aber ist ja nicht schlimm. Passiert. So. Zombie trägt rosa. Können wir auf jeden Fall jetzt nochmal nachproduzieren. 500.000. Und in der Zeit macht ihr mal bitte einen neuen Nachfolger von... von dem hier. Vom Bauer zum Söldner. Das Räubernest. Räubernest. Da haben wir nämlich genug Geld. Dann können wir uns auf jeden... Oh, wir können uns gleich irgendwo einkaufen. Das, deswegen habe ich das eigentlich gerade hier... Wollte ich das hier tun. Aber wenn wir das jetzt schon so können... ja. Ich würde sagen, warum nicht nutzen, ne? Ja. Absolut kopieren. Kopierschutz erwerben. Das ist absolut ausreichend. Hier 100 fast. So. Dann programmiert mal. Nein, nicht Bugs entfernen. Gameplay. Danke. Jo. So, das kriegt ihr alles hin. Das läuft jetzt schon mal auf Hochtouren. Da hinten kann noch einer hin. Also ich kann bestimmt noch einen einstellen. Dann ist sowieso mein Büro voll. Ach komm, mach einfach. Zwei ist auch okay. Rex. $4. Komm, machen wir noch den letzten Preis. Ist so. Und das Spiel Zombie trägt rosa werden wir mal radikal reduzieren. Das ist auf jeden Fall nicht gut genug, um halt so zu verkaufen. Denn ich will damit noch genug verdienen. Hm, hm, hm.
Wir haben endlich die 2%-Marke erreicht, oder über die 2%. Eben war ja maximal 0,2. In der Entwicklung. Das können die jetzt auch mal machen. Und die Zeit ist theoretisch wieder rum. Aber bevor wir jetzt hier rausgehen, will ich auf jeden Fall Entwickler, genau, mich jetzt irgendwo einkaufen. Firmenname, Firmenwert. Okay. Wenn ich mich da einkaufe, das ist viel zu teuer. Okay. Marktanteil? Nee, Firmenwert. Firmenwert ist schon richtig, dann gehen wir nämlich jetzt hier nach ganz unten und suchen uns einen schönen raus, der hier zum Beispiel. Entweder der oder der. Der hat schon 21 Spiele rausgebracht. Der hat schon 23 Spiele rausgebracht. Monatliche Unterhaltskosten 800.000. Die auch. Nehmen wir den hier, Edi, ne? 43. Ja, die kosten ein bisschen mehr, aber das ist ja egal. Ich glaube, das macht kaum den Unterschied. Da kaufen wir uns rein. Geschäftsführung. Finanzspritze. Firma schließen. Genre automatisch, automatisch. Tochterfirma veröffentlicht automatisch Spiele. Spiele nur für die eigene Konsole? Nein, das ist ja Quatsch. Ja. Genau. Jetzt haben wir eine Tochterfirma. Und jetzt bin ich gespannt, was damit passiert. Habe ich jetzt hier Company? Nein. Charts? Oldtime-Charts? Nein. Marktanalyse? Fans? Finanzen? Nein. Engine? Nö. Entwickler. Ja, okay, ich habe die jetzt einfach sozusagen aufgekauft. Ist ja egal. Passt ja. Wir können ja auch demnächst, sobald wir, was weiß ich, so drei Unternehmen haben, können wir ja nur für die eigene Konsole entwickeln lassen. Und dann, ja, ist einige Bugs, ist mir egal. Dann können wir ja versuchen, damit dann, unsere Konsole an die Führung zu setzen. Verkaufen. Genau. Weil wenn es nur noch für unsere Konsole Spiele gibt, in diesem Maße, dann wollen die auch mehr unsere Konsole haben. Hoffe ich zumindest. Fußballmanager 3. Taito. Wie hieß nochmal unsere Firma, die wir gekauft haben? Edi. Okay. Aber ich glaube, das war's jetzt erstmal wieder für heute für mich. Ich hoffe, ihr freut euch aufs nächste Mal, wenn wir hier wieder weitermachen und unser Wirtschaftsimperium weiter ausbauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.